Servus Freunde, heute gibt es nochmal ein etwas anderes Video von mir. Ich habe mir heute gedacht, dass ich mal ein Face-Reveal mache. Und ich wollte euch mal zeigen, wie sich ein echtes Biker-Girl eigentlich schminken sollte, damit wirklich jeder Biker einfach auf sie abfährt, damit jeder Biker denkt, oh mein Gott, Bruder, das ist eine wunderschöne Prinzessin auf einem Bike. Und ja, ich versuche das heute mal. Ich habe mir ein bisschen was besorgt, um heute hier mal so ein bisschen Spaß zu haben. Achso, übrigens, das ist auch ein gutes Video, ein Anfangsvideo für alle Girls da draußen, die sich mal... What the fuck? Die sich mal schminken wollen. Wie viel brauche ich denn dann? Reicht das? Ja, Bruder, das ist irgendwie hier fresh and... Fresh and fit, awake, Make-up. Keine Ahnung. Ja, das muss man so hauptsächlich im Gesicht auftragen. Leute. Das müsst ihr auch fleißig überall verteilen, damit das wunderschön aussieht. Jedes Biker-Girl sollte sich auf jeden Fall so schminken. Damit ihr so wunderschön werdet, wie ich es bin. So, ist das so? Ja, ich denke mal. Okay, Freunde. Ich denke mal, wir sind soweit fertig mit dem. Bruder, ich sehe fast gar nichts mehr, weil das alles so... Ich glaube, das ist das Nächste. Das ist irgendwas mit... Kann ich das hier noch irgendwie lesen? Bruder, ich sehe gar nichts. Irgendwas mit Matte. Matte Maker. Wie geht das auf? Ah, drehen, okay. Okay, welchen... Was nehme ich denn dafür? Habe ich hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, das ist das Ding hier, muss ich dafür nehmen. Geht das so? Ja, okay, ich denke mal... Das muss man so machen. Ich weiß es nicht genau, ob man das so machen muss. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig für die ganzen Biker-Girls da draußen. Das müsst ihr alle machen vor dem Motorradfahren. Wenn ihr euren Helm so bemalt und wirklich so wunderschön macht, wie ich ihn gerade mache, ne? Dann wird euch jeder Biker-Junge hinterherlaufen. Ich schwöre es euch. Das ist no joke. Ich habe diese Formel selber entwickelt. Und ihr werdet damit einfach perfekt. So, was ist das hier? Das ist irgend so ein Stift. Ich glaube, der ist aber hier so für, oder? Okay, Leute. Ich schaffe das. Ich glaube an mich. Bruder, ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob der malt. Bruder. Macht der irgendwas? Der macht gar nichts. Bruder, das ist ja voll scheiße. Ich glaube, jetzt wird das, Leute. Warte, muss man das? Ist hier irgendwas abgebrochen? Okay, ich glaube, ich lasse das lieber. Und ganz wichtig, wenn die Polizei sieht, dass ihr irgendwie so doof fahrt oder so, das liegt meistens daran, dass eure Augen so verschlafen aussehen und dafür macht ihr das dann hier so drauf. Und wenn ihr das dann hier so drauf gemacht habt, oh Bruder, ich brauche noch viel mehr. Wenn ihr das dann hier so drauf gemacht habt, dann seht ihr nicht mehr so müde aus und dann hält euch die Polizei auch nicht an. Das müsst ihr lernen, wisst ihr? Und dann brauchen wir doch nochmal dieses Ding hier. Und dann müssen wir das auch nochmal so ein bisschen einmassieren. Bruder, ich sehe nichts. Ach so, ja. Wir hatten ja hier gerade den... Was ist das denn? Ah, okay.
Ja, was ganz wichtig ist, Mädels, falls ihr einen Biker-Typen trefft und ihr wollt diesem Biker-Mann einen Kuss geben, dann braucht ihr auch ganz viel schöne Lippen. Eure Lippen müssen einfach glänzen, dass der Biker-Junge euch auch richtig gerne küssen mag. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, so hier, toll, und dann müsst ihr einfach die krasseste Farbe nehmen. Ich nehme jetzt so ein Gold, und das müsst ihr, glaube ich, so auf eure Augen machen, dass eure Augen so Gold sind, wisst ihr? Boah, ich nehme das gerade so Faber-Castell-mäßig, weil wenn eure Augen so ganz Gold glänzen, dann findet euch jeder einfach toll. Und wenn ihr so ausseht, dann seid ihr einfach perfekt bewaffnet für eure Biker-Boys überall auf der Welt. Also Freunde, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt ein bisschen was in die Kommentare, ein Abo wäre auf jeden Fall. Herzhaft wunderschön. Und ja, ich würde mal dann sagen, haut rein, Freunde, und bis zum nächsten Video.